Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. Ja, wir spielen jetzt diesmal die Ashley. Ich hätte jetzt meiner Leon gesagt. So, jetzt müssen wir gucken. Da hinten steht ein Vogel. Ich glaube, wir müssen daher. Ich weiß aber nicht. Oh, da liegt schon was. Da liegt was. Was haben wir denn da? Eine Spinelle. So, bevor wir jetzt irgendwie loslegen, gucken wir erstmal auf die Karte. Wir müssen da rechts rüber. Ach ja, genau, wir müssen einmal da durchlatschen und dann irgendwie wieder hoch. Eine Leiter, aber das kommt erst zum Schluss. So, hier haben... Ah, da haben wir ein Kraut. Das nehmen wir natürlich mit. Und müssen wir jetzt gucken, wie machen wir das? Oh, der ist doof, der Typ. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin können. Ach, wir laufen einfach mal los. Hallo. Der kriegt gar nichts mit. Okay, der hat was mitbekommen. Oh, Kacke. Nein. Ah. Lieber hier rum. Der kommt. Nein, nein, boah, der läuft. Du Fuscher. Was geht denn bei dir? Ah, wir haben ja das noch. Oh nein, 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 nein. Oh shit, nein, nicht. Kriechen, kriechen, kriechen. Shit, shit, shit. Hoffentlich ist der tot. Nein, der ist nicht tot, der Penner. Blöder, blöd, Mann, du bist doof. Okay, wir schmeißen noch so ein Ding. So, und kriegst du ab jetzt. Patsch. Die hören sich echt lustig an. So, der ist tot. Ist er verbrannt? So, jetzt, was haben wir hier? Haben wir nichts mehr. So, jetzt müssen wir durch das Tor da hinten. Und da hinten wartet auch schon einer. Den Hebel müssen wir wahrscheinlich betätigen. Ah, jetzt kriege ich wieder schon wieder hier durch. Und ich glaube, wir können sogar hier. Hallo? Ich wollte darüber. Ja, genau. Ja, wir können darüber kriechen. Das ist perfekt. Dann können wir uns. So, eben Sabber einsammeln. Entschuldigung. Dann können wir uns wieder verstecken, wenn er uns zu nahe kommt. So, das Ding schmeißen wir direkt auf den drauf. So, jetzt brennt er wieder. Wo ist er? Los, steh auf. Komm. Boah, ey, der ist ja voll die Schlafmütze. Los, beweg dich mal. Okay, okay, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Okay, so, jetzt müsste er eigentlich tot sein. Ja, er ist tot. Und wir bekommen sogar Geld. Wow. Wir bekommen Geld. Okay, so. Was haben wir hier? Haben wir nur noch so ein... Und Feuer! Okay. So, jetzt hier müssen wir uns gut umschauen, weil wir kriegen hier noch so einiges an Sachen. Nämlich da Geld. So, hier könnten wir schlafen, aber wir wollen ja eigentlich hier raus. Eigentlich. So. Ah, den Hebel können wir bitte. Wie geil ist das denn? Und da müssen wir da kurbeln. Ach nee, wir müssen sogar kurbeln. Da hinten ist ja dieses Gittertor. Warte mal. Das betätigen wir mal. Betätigen wir dann auch nicht. Nein, das machen wir nicht. Geht gar nicht. Ja. Ah, Entschuldigung. Er hatte irgendwie was gerade im Hals. So. Ach ja, hier sind zwei Hebel. Ah, ich habe gedacht, wir müssen da... Oh. Will das Knöpfe drücken? Mueum, 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 mueum. Und? Ja, jetzt oben, okay. Ah, wir müssen noch einen. Wir müssen nämlich noch das seitliche wegmachen. Und will es rumgedrehung? Knöpfe drücken. Und? Mueum, 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 mueum. Das sieht so lustig aus, wenn die da rumdreht. So, hier haben wir nichts mehr hier? Im Ernst jetzt? Ich hab gedacht, wir... Ah, doch! Ich wusste doch, dass da noch was ist. So, hier haben wir noch was. Hier haben wir nix. Hm, doof. Und... Ah, warte mal. Können wir da vielleicht das noch... Nein, können wir nicht. Boah, wie gemein ist das denn? Und was ist hiermit? In den Kamin ist gar nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Müssen wir uns mal hier umschauen. Oh, nehmen. Okay. So, was ist hiermit? Öffnen. Ach ja. Was haben wir denn hier? Öffnen. Ah! Oh, oh, ah! Wir kriegen einen Seidenkristall. Warte mal, was ist eigentlich ein Seidenkristall? Muss ich mal eben. Oh nee, warte mal. Da war der Knopf. Ja, ich musste eben den Knopf suchen. Untersuchen. Ein Seidenkristall. Zwar klein, aber dennoch wertvoll. Also unter Seiden verstehe ich ein bisschen was anderes, aber gut. Okay. Ein Seidenkristall. So, hier haben wir, was haben wir da? Nehmen. Notizen des Butlers. Da Sir
Ramon Salazar keine Familie hat, muss Lord Settler seinen starken Glauben an die Los Illuminados genutzt haben, um ihn dazu bewegen, die von seinen Ahnen versiegelten Las Plagas zu befreien. Sir Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ja, hast du toll gemacht. Okay, ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat, aber Sir Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun ist es zu spät. Sir Salazar hat die Plaga in seinem Körper injiziert. Ach, deswegen hat er so komische Augen. Haben Sie erst einmal. Oh, jetzt war ich gerade. Verwirrung, Verwirrung! Okay, nochmal neu. Haben Sie erst einmal Adultstadium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Adultes, oh, Entschuldigung. Der Plagaparasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hat Sir Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords? Ich würde eher keine sagen, aber egal. Aber ich kann nichts tun. Ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Okay, da ist aber jemand sehr loyal, obwohl er weiß, ganz genau weiß, dass er das Falsche tut. Naja, schon ein ganz komischer Typ. So, prüfen, was haben wir hier? Hä? Fragezeichen? Moment mal, in der Mitte ist eine runde Öffnung. Ja! Wir brauchen irgendwas Rundes. Okay. So, hier müssen wir uns auch schön umgucken. Oh, Munition. Wir haben zwar keine Pistole, aber wenn wir nachher zurückkommen, dann können wir die dem Leon in die Hand drücken. Und dann haben wir 10 Schuss mehr. Soweit ich mich erinnere, können wir nämlich noch hier rüber gehen. Und dann müssten wir nämlich irgendwo noch diese runde Öffnung finden. Müssten wir. So, jetzt lädt er erstmal. Ah, lädt er voll. Ah, wir haben eine Taschenlampe. Cool. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal da durchkommen. So, erstmal den Schrank auf Seite und gib alles. Okay, mehr geht nicht. Ah, hier können wir drücken. Da kann man nichts machen, aber das nehmen wir mit. So. Da kommen wir gar nicht rein. Bevor ich jetzt. Ja, okay. Ach, ich drücke einfach mal rum. Ja, ich will den Schalter drücken. Ja, der rote ist offen. Da müssen wir nämlich durch. Ja, da hinten müssen wir nämlich hin. So, kriechen, kriechen, kriechen. So, dann machen wir das hier auch noch ein bisschen auf. Ja, los, mach mal. Hervorragende Arbeit. Wie? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich habe das doch vorhin extra aufgemacht. Mann. Ah, eine Steintafel. Cool. Die brauchen wir nämlich nachher noch. Ja, komm, ich drück den Schalter. Und dann geht das auf. Okay, dann drücken wir nochmal hier. Und jetzt geht bestimmt irgendwas zu. War ja klar. Okay, dann müssen wir hier wieder zurück und gucken. Das können wir aufmachen. Ja, da haben wir Geld. Geld, Geld, Geld. Und ein Seinkristall. Oh. So, machen wir ein bisschen Krach. Oh, tolle Musik. Oh, ja. Oh, die Ritter. Vor denen müssen wir uns nachher in Acht nehmen. Ah, jetzt habe ich zu viel verraten. Okay. Da sind noch mehr Ritter. So, jetzt müssen wir. Ach ja, genau hier müssen wir das einsetzen, das viereckige Teil, was wir gefunden haben. Mist, die Tür ist verschlossen. Diese Tür hat kein Schlüsselloch. Ja, was soll ich tun? Ah, ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Natürlich weiß ich es. Weiß ich. Ich habe das Spiel ja 5000 Mal durchgespielt. So, jetzt müssen wir eben gucken. Nee, da haben wir nichts. Hier aber. Sieht aus, als würde alle diese Teile in Symbolform. Schwer zu sagen. Ja, wir wollen das Teil einsetzen. Oh nee. Oh, das ist ganz doof hier. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie war denn das jetzt nochmal? So, das muss darüber, darüber. Oh. Das wollte ich eigentlich, das muss hier runter. So, jetzt. Nee. Da müssen wir. Das ist aber dann auch doof. Ja, das kommt da dran, ja. Oh Mann, ey. Nee, das war wieder darüber. So, hier, so. Ich muss mal eben hier überlegen. Das
So gehört das. Das muss links rüber und das Stück, was wir haben, kommt auf die rechte Seite. Das müssen wir hoch machen. So, so gehört das. Und das Teil ge. Oh Mann. Das müssen wir rüber. Oh Mann, oh Mann. Die zwei Teile müssen wir jetzt nur noch vertauschen. Oh Mann, das ist richtig gemein. So, das müssen wir mal eben verschieben. Okay, jetzt haben wir es. Da. Warte mal, ich glaube, das ist total falsch hier, oder? Ja, das gehört darüber. So war das. Oh nein, jetzt habe ich. Jetzt haben wir ein Problem. Oh, Mist. Ach ja, die. Oh, jetzt habe ich gar nicht an die Teile gedacht. Ich bin doof. Ich bin doof. So, jetzt das eben hier rüber düsen lassen und dann haben wir das jetzt da. So, darüber. Das müssen wir wieder runter. Boah, ey, das ist vielleicht hier eine Arbeit. Ja, das gehört eigentlich nach oben. Das wird irgendwie gar nichts. Warte mal, ich halte mal die Klappe. Ich probiere einfach mal irgendwas wild hier rum. Vielleicht funktioniert es ja. Naja, das wird irgendwie gar nichts. Mal gucken, ob wir das noch heute hinkriegen. Ich wollte zwar jetzt keine 30-Minuten-Folge machen, aber wahrscheinlich muss ich das dann doch machen, wenn ich das schaffen will. So, oh, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, was ich hier tue. Gut, Eigenlob stinkt, ich weiß, ich weiß. Ja, das ist jetzt wieder ziemlich doof. Ja, habe ich wieder das Problem. Nee, warte mal, das machen wir wieder zurück und düsen hier rüber. Das ist ein ganz tolles Rätsel hier. Ja, jetzt kriege ich. Da muss ich immer irgendwie diese doofe Ecke darüber. So, wir schieben den mal nach unten. So, das da. So, und jetzt ziehen wir den hier rauf. Dann machen wir das. Der kommt wieder hier runter. Den so, den so, den so, den so. Jetzt müssten wir eigentlich die zwei hier tauschen. Der gehört eigentlich dahin, aber das passt dann nicht ganz. Nee, warte mal. Also, wir haben es schon gar nicht mal so schlecht, aber es haut noch nicht so ganz hin. Warte mal, das machen wir wieder hoch und das auch hoch. Und das bringt mich nicht weiter. So, vielleicht passend. So, der müsste eigentlich wieder da raus, ne? Puh, warte mal, dann machen wir vielleicht so, 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 so und dann den hier rein und dann müsste doch was. Was für ein Spaß. Warte mal, ja, genau, wir tauschen das jetzt hier oben. Hihi. Und den dann darüber. So eine Kacke, ey. Ach ja, jetzt düse ich wieder hier ganz toll rum. Okay, jetzt haben wir das, muss eigentlich nur noch da oben hin. Nutzen wir vielleicht mal. Nee, die andere Seite will ich jetzt nicht nutzen. Jetzt müsste ich den wieder da verschieben, aber das will ich nicht. Jetzt vielleicht. Jetzt wäre es. Und. Ach nee. So, der gehört noch da oben rechts. Der gehört dahin und der gehört nach unten. So. Jetzt müssen wir das nur noch da alles hier tauschen. So. Dupdi-dupdi-du, dip, 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 dip. So.
Ja, der muss hoch. Ziemlich. Ja, ich habe ein paar Probleme hier. So, ja, den haben wir jetzt, ja. Ich glaube, es nimmt so langsam Form an. Den schieben wir mal wieder darüber. So, so, so. Ja, geschafft. Boah, ja, ich weiß, ein Teil fehlt noch. Prüfen und einsetzen. Endlich geschafft, ey. Nach rumgefummelt hier. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Steintafel platziert. Okay, und das Tor geht auf. Wunderbar. Hervorragend. Ja, da hinten sieht, da hinten ist unser Stück. Unser Stück. So, hier haben wir nichts. Ah, hier haben wir die Truhe. Oh, ein Ring. Der hat ein Goldarmreif. Cool, da kriegen wir ordentlich Kohle für. So, bevor wir das Teil einsammeln, nämlich dann, wenn wir das Teil mitnehmen, dann, warte mal, können wir da noch nicht was mitnehmen? Nein, können wir nicht. Doof. Ja, Insignien der Familie Salazar. Ah, da kriegen wir doch, stimmt, das letzte, das vorletzte Teil, nämlich das zweite, prüfen. Und zwar, der hält Schlangenornament. Ha? Was ist denn jetzt los? Oh, Kacke. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Puh, das sind die Ritter, die verdammten Ritter. Boah. Puh, geschafft, ey. Da habe ich mich sonst immer tierisch in die Hose gemacht. Puh. So, das ist der eine Ritter. Da ist doch noch so ein Sack. Ja, der da. Nein, 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 nein. Und, oh, so ein Mist. Kacke, hier bin ich doch noch tot gegangen. Das ist so eine doofe Knopfbelegung, weil ich muss dann immer hier bei mir X und B drücken. Und ich weiß ja nicht so genau, wenn das wird immer so schräg angezeigt. Da komme ich immer voll durcheinander durch. Immer jedes Mal die falschen Knöpfe. Ach nee, schon wieder das. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Da kommt der eine, der geht links rum. Die anderen zwei gehen rechts rum. Und die schlafen ein. Nein, 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 nein. Boah, die haben uns nicht gekriegt. So, jetzt müssen wir jetzt laufen, lauf, 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 lauf. So, jetzt aufpassen. Nein! Ah, Mann, ey, schon wieder. Das ist eine ganz blöde Knopfbelegung. Och, Manno. Genau die Knöpfe kommen dann, die ich nicht gebrauchen kann. Und ich komme da auch so mit den Fingern gar nicht so toll dran. Ah, jetzt habe ich's. Okay. So, wieder links und dann wieder die zwei rechts. So, warten wir noch. Und losgedüst. Och, nö, 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 nö. Oh, wow. Alle guten Dinge sind drei. Das bedeutet, hier aufpassen. Puh, geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. So. Ich sitze hier so mit meinen Händen wie so ein Krüppel, weil ich das so toll halten muss. Und ja. Das ist perfekt, da komm ich immer super dran. Okay, es hat geklingelt. Ja, zum Glück ist noch jemand hier, der mal eben dran gehen kann. Gut, dann... Oh nee, da steht noch einer. Puh! Boah, ich hab gerade gedacht, ich hab's nicht geschafft. So, dann öffnen. Geschafft, geschafft, geschafft. Oh, nochmal, okay. Ah, dann muss ich im... Ja, dann sag ich mal tschö. Oder? Ach nee, die schafft das schon. So, machen wir nachher. Nicht so viel Stress. So. Jetzt haben wir das runde Stück und können das dann einsetzen. Hä? Ja, weiß ich ja schon. Hier steht schon wieder dasselbe. Verwenden. Und wir haben es verwendet. Jetzt kann ich das Ding drehen. Genau. So, jetzt dreht sie das. Und das Tor geht auf. Wir können die Leiter hinauf. So, dupdi-dupdi-dupdi-du. Oh, wir kommen darüber. So, jetzt sind wir gleich angelangt und sind wieder da beim Leon. Hoffentlich. Ja, erfolgreich geöffnet. Wir sind draußen. Hoffentlich kommen jetzt nicht Gegner.
Ja! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Puh, geschafft. So, ja, wir haben das Kapitel beendet. Und da steht auch schon ein neues, schönes Kapitel vor uns. So, jetzt speichern wir erstmal. Und das bedeutet, das ist das Ende der Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Oh, ich bekomme einige Sachen. Das machen wir dann jetzt. Und tschüss.